Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute geht es einmal von Ramsau durch den Zauberwald zum Hintersee. Und wir starten unsere Tour direkt im Bergsteigerdorf Ramsau. Das kennen manche vielleicht schon, weil es auch der Ausgangspunkt ist für viele Bergtouren. Oder aber auch Almbachklamm und Wimbachklamm liegen direkt in der Nähe. Und diese Kirche, die man gerade da sieht, St. Sebastian, ist vermutlich eines der meist fotografiertesten Objekte überhaupt in der Gegend. Und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass ihr diese Kirche schon einmal auf irgendeinem Foto auf Instagram, Facebook oder irgendwo anders gesehen habt. Denn wie gesagt, es ist das beliebteste Motiv, wenn man dort in der Gegend unterwegs ist. Diese Faszination für diese Motive in der Gegend sind allerdings nicht neu, denn seit Hunderten von Jahren kommen große Maler bereits dorthin und verewigen ihre Kunstwerke dort. Und davon kann man sich auch selber überzeugen, denn es gibt diesen Malerweg und auf diesem Malerweg stehen 26 Gemälde von bekannten Malern. Ich selber kenne sie leider nicht, weil ich nicht so in der Szene unterwegs bin. Aber wenn man die Motive sieht, dann erkennt man sie auch, weil man viele davon schon einmal gesehen hat. Und das Tolle an der ganzen Geschichte ist, dass diese Gemälde eben genau dort aufgestellt wurden, wo sie damals auch gemalt wurden. Das heißt, man sieht einmal das Gemälde, wie es der Künstler verewigt hat, und direkt im Hintergrund sieht man dann das Originalmotiv dazu. Und das ist natürlich einfach stark, weil man sich in die Geschichte zurückversetzt sieht, wo man nachempfinden kann, warum hat der Maler sich genau dort hingestellt, warum hat er sich genau das als Motiv ausgesucht. Ja, und wie gesagt, man kann es einfach eins zu eins nachvollziehen, denn es ist einfach eine traumhaft schöne Gegend. Da gibt es nichts dran, schön oder schlecht zu reden. Das nächste große Highlight auf dieser Tour ist natürlich der Weg durch den Zauberwald. Und dieser führt zuerst an der Ramsauer Ache vorbei. Hier sieht man gerade runter in die Marxenklamm, sehr beeindruckend und auch ganz schön hoch. Und der Zauberwald als solches, ja, der hat seinen Namen nicht von ungefähr. Wenn man da durchgeht, hat man wirklich das Gefühl, man wandert so durch einen Märchenwald, denn man sieht diesen Bach, der sich da seinen eigenen Weg gesucht hat. Man sieht riesige Bäume, deren Wurzeln quer über die Wege ragen und sich kunterbunt verteilen. Es ist einfach beeindruckend schön. Oder auch diese riesigen Felsbrocken, die sich irgendwann mal von den Bergen gelöst haben, dann runter ins Tal gerollt sind und einfach irgendwo liegen geblieben sind. Und wenn man das sieht, diese riesigen Felsbrocken, diese gewaltigen Gesteinsmassen, die da runtergekracht sind ins Tal, um dann ihren neuen Platz zu finden, ja, das ist einfach total beeindruckend. Man sieht auch immer wieder so kleine Schauspielersachen wie jetzt hier diese alte Mühle, dieses Detailverliebte, aber eben diese trotzdem Verbundenheit zur Natur. Das ist halt das, was mich da absolut beeindruckt. Der Weg ist sehr gut befestigt. Man kann also ganz gemütlich daher spazieren. Mit dem Kinderwagen jetzt nicht unbedingt. Wir sind damals mal mit meinem Patenkind und mit einem Buggy da durchgegangen. Das ging einigermaßen. Zwischendurch gibt es halt ein paar Treppenstufen, die man bewältigen muss. Aber generell ist es möglich. Aber natürlich ist es noch schöner, wenn die Kinder da selber umherlaufen können. Und man sieht es auch, es gibt immer wieder so kleine Trampelpfade, wo man den Hauptweg verlassen kann, um ein bisschen, ja, ich sag mal, in die Natur direkt reinzugehen oder auch runter ans Wasser zu gehen. Und ja, es ist diese Vielzahl an verschiedenen Eindrücken, weil man stellenweise das Gefühl hat, ja gut, man geht halt durch einen Wald und dann hat man wieder das Gefühl, boah, man ist mitten in der unberührten Natur, wo sich nichts verändert hat seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Das ist das, was mich absolut beeindruckt. Und ja, mit dem Zauberwald, das ist so, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Hassliebe von mir. Weil auf der einen Art denke ich mir, ja komm, fahr mal zum Zauberwald, aber gut, ja, du gehst halt durch den Wald. Und jedes Mal, wenn ich da bin, bin ich immer wieder aufs Neue geflecht, weil man erwartet es einfach nicht, diese Nähe zu der Natur. Ich bin schon in vielen Wäldern unterwegs gewesen, aber der Zauberwald, das ist nochmal eine ganz eigene Hausnummer, weil es so abwechslungsreich ist. Man sieht so viel, man ist wirklich in der puren, unberührten Natur. Allerdings ist es halt auch ein Touristenmagnet, denn man geht von Ramsau aus durch den Zauberwald zum Hintersee. Der Hintersee ist natürlich auch ein sehr beliebtes Motiv für Leute aus aller Welt, die unbedingt ein Foto erstellen wollen. Und
Deswegen sind halt sehr viele Touristen dort unterwegs. Aber das Schöne ist, man kann zu jeder Jahreszeit durch diesen Wald gehen. Das hat man ja zum Beispiel bei größeren Klammen nicht so. Ich glaube, die Almbachklamm ist im Winter gesperrt, die Wimbachklamm ist definitiv im Winter gesperrt. Generell ist es aber halt so, dass die Klammen gesperrt sind, ist bei Partnachklamm ja auch so. Die ist zwar im Winter eigentlich geöffnet, aber immer wieder wird sie halt trotzdem geschlossen, weil halt der Weg weggerissen worden ist und sowas. Und das hat man beim Zauberwald halt nicht. Man kann da selbst im tiefsten Winter durchlaufen, aber natürlich ist das dann auf eigene Gefahr. Also der Weg ist dann nicht vom Schnee befreit worden, man geht auf eigene Gefahr dadurch und wenn man sich ein bisschen doof anstellt, dann kann es einen auch die Nase legen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist halt einfach, man kann im Frühling, Sommer, Herbst und Winter da durchgehen. Natürlich ist es im Herbst auch unglaublich beeindruckend schön, weil halt die Bäume dann natürlich schon diese Herbstfarben annehmen. Das ist dann ein richtig kunterbuntes Schauspiel. Ich finde es tatsächlich auch im Frühling sehr, sehr schön, weil man halt dann schon diese Jungtiere im Wald hat. Also man hört unglaublich viel Vogelgezwitscher und sowas. Ja, das ist halt das, wo man durch den Wald spaziert und wirklich komplett runterfährt, weil man einfach mit den Gedanken, ja, die Gedanken nehmen ihren eigenen Lauf. Oder hier, wie man es sehen kann, mit diesen Wurzeln da, man kann da drüber herlaufen. Das ist auch für Kinder total beeindruckend, weil wenn man den Kindern dann auch eine schöne Geschichte erzählt, die halt zum Wald passt, so eine schöne kleine Saga oder sowas, dann sind die einfach komplett beeindruckt und die sind hellauf begeistert. Oder auch, wenn es an heißen Sommertagen sein sollte, kann man runter zum Wasser gehen und sich da ein bisschen erfrischen oder ein bisschen rumplanschen. Man muss natürlich aufpassen, gerade nach der Schneeschmelze oder nach starken Regenfällen ist es so, dass der Fluss schon eine starke Kraft entwickelt. Also man sollte da Kinder nicht unbedingt alleine spielen lassen. Aber an heißen Sommertagen, dann ist der Bach halt sehr, sehr niedrig. Es hat eine niedrige Fließgeschwindigkeit und dann kann man da die Kinder problemlos auch ein bisschen spielen lassen. Ja, und das ist natürlich für Kinder das Allergrößte, wenn sie da im Wasser rumplanschen können. Man sieht es jetzt hier wieder, man geht durch sehr enge Passagen zwischen größeren Felsbrocken hindurch. An kleineren Aussichtspunkten ist immer ein Geländer, dass man halt geschützt ist und nicht unbedingt hinunterfallen kann. Aber es gibt halt auch diese freien Passagen, wo halt eben kein Geländer und nichts ist, wo man halt direkt runter zum Wasser gehen kann. Das wechselt sich immer wieder ab und immer wieder gibt es halt diese ja, echten Natureindrücke oder auch diese gewaltigen Felsbrocken. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, da sind Kolosse dabei, die keine Ahnung 5, 6, 7 Meter hoch sind. Das sind also mehrere Tonnen an Felsmaterial, die sich da ihren Weg gesucht haben. Ja, und die liegen jetzt einfach da herum und verschönern diesen Wald. Man sieht auch kleinere Kaskaden immer wieder. Man sieht etwas größere Wasserfälle, also er ist nicht riesig, aber es sind halt schon so Wasserfälle bis zu 2 Meter, sage ich mal, die man beobachten kann, was natürlich sehr schön anzuschauen ist. Nach Regenfällen sieht man an den Rändern des Waldes, da sind ja diese Hänge, dann sieht man auch da immer wieder das Wasser runterkommen oder sich kleine Wasserfälle bilden. Ja, es ist einfach sehr schön zum Anschauen und es macht einfach auch wirklich, wirklich Spaß, da durchzugehen. Vor allen Dingen auch, weil im Sommer, wenn es 40 Grad hat, dann ist man wirklich dankbar dafür, dass die Bäume da etwas Schatten bieten. Denn man kann sich wunderbar abkühlen und ich gehe viel lieber an heißen Sommertagen durch den Wald spazieren, als wie auf einem Berg. Das sieht man ja auch. Ich war auch schon mal bei knapp 35 Grad oben auf dem Hochfällen. Ich war echt dankbar, als ich oben angekommen bin. Ich habe mehrmals zwischendurch gedacht, ich würde es nicht schaffen, weil mir die Suppe wirklich überall runterlief und ich war wirklich am Kämpfen. Und deswegen bevorzuge ich an heißen Sommertagen lieber den Wald, eben weil es eine wirklich sehr angenehme Atmosphäre ist. Natürlich würde ich den Zauberwald jetzt nicht unbedingt in der Hauptferienzeit besuchen, weil dann ist der wahrscheinlich komplett überlaufen. Aber wenn man außerhalb der, ich sag mal, Saisonzeiten dahin fährt und dann vielleicht noch unter der Woche, dann begegnet man kaum einem Menschen da und man kann wirklich die Natur genießen, man kann diese Ruhe genießen, weil es gibt mehrere Bänke, wo man sich gemütlich hinsetzen kann. Dann hört man auf der einen Seite das Wasser plätschern, auf der anderen Seite dieses Gezwitscher von den Vögeln. Ja, und das ist einfach Natur pur. Ein richtig schönes Naturerlebnis. Was man sonst wahrscheinlich nur noch erleben kann, wenn man alleine irgendwo auf einem Weg, auf einem Berg ist, der ziemlich abgelegen ist. Ja, und jetzt sieht man hier schon den Hintersee. Man geht also quasi von Ramsau durch den Zauberwald zum Hintersee. Dann geht man einmal um diesen Hintersee herum und dann durch den Zauberwald wieder zurück zum Ausgangspunkt. Die ganze Strecke hatte eine Länge von ungefähr 12 Kilometern.
die wir in etwa 4 Stunden gegangen sind. Wir haben allerdings auch hier zwischendurch diese Bootsfahrt gemacht, wie man es jetzt hier sehen kann. Dann haben wir natürlich Rast gemacht. Man sieht es am wolkenbedeckten Himmel, dass es dann auf einmal auch anfing zu regnen. Also wir standen plötzlich mitten in einem Gewitter. Das ist natürlich das Dümmste, was passieren kann, wenn man bei so einem Ausflug im Wald unterwegs ist und dann kommt ein Gewitter. Aber wir hatten Glück, wir konnten uns dann unterstellen und haben es einfach ausgesessen. Ja, diese Bootsfahrt, das war das erste Mal, dass wir über den Hintersee mit dem Boot gefahren sind, obwohl wir bestimmt schon 10-mal da gewesen sind in der Gegend oder auch direkt am Hintersee. Aber wir haben uns einfach gedacht, komm, wir runden das ganze Paket jetzt einmal ab mit dieser schönen kleinen Bootsfahrt. Die hat vielleicht so 10 Minuten gedauert. Wir mussten es dann halt etwas verfrüht abbrechen, eben weil es anfing zu regnen. Und hier sieht man es gerade wunderbar, wie die Regentropfen da am Tänzeln sind. Aber das war wunderbar auszusitzen. Es war bei ungefähr 25 Grad, das heißt, dieser Regenschauer, der kam überraschend. Aber wir waren tatsächlich dankbar dafür, denn er hat halt die ganze Temperatur ein bisschen abgesenkt und es war dann trotzdem noch schön, daher zu spazieren. Wie gesagt, wir mussten uns kurz unterstellen beim Gewitter. Beim leichten Regen sind wir dann aber trotzdem weitergegangen, weil wir halt einfach die Tour fertigstellen wollten und wir mussten natürlich auch zurück zum Auto gehen. Laut dem Bootsfahrer kann man übrigens auch in dem Hintersee problemlos schwimmen, außer an den Bootsanlegestellen. Der See hat eine Tiefe von etwa 18 Metern und eine Temperatur von durchschnittlich 16 Grad. Also der Bootsfahrer meinte zu uns, in der Regel hat der See eigentlich immer 16 Grad. Wenn es jetzt wirklich heißer Sommer ist, dann kann es auch mal sein, dass am Rand so 17, 18 Grad allerhöchstens gemessen werden. Aber wer sich davon nicht abschrecken lässt, der kann halt in dem See schwimmen gehen. Was uns auch aufgefallen ist bei dem See, sind diese unterschiedlichen Färbungen. Also man hat einmal so richtig dieses schöne Natur-Türkisgrün, dann gibt es dieses Tiefgrün. Ich weiß nicht, ob das mit dem Pflanzenbewuchs zu tun hat oder eben mit der Tiefe des Sees an den verschiedenen Stellen. Ja, aber es ist einfach sehr schön anzuschauen und es ist eigentlich so eine ultraschöne Färbung, die der See hat. Ich weiß auch nicht genau, ob der See im Winter nicht vielleicht doch stellenweise zufriert. Ich könnte es mir fast vorstellen. Ich weiß es hier vom Chiemsee, dass da zumindest der Rand immer leicht einfriert. Also so, dass man, ja, ich will jetzt nicht Falsches behaupten, aber man kann halt am Rand dann auf den See draufgehen, auf die gefrorene Eisfläche. Natürlich sollte man aber auch da aufpassen, dass man nicht einstürzt. Ja, hier sieht man jetzt gerade mal so eine Spielerei. Das ist, wenn man einem erwachsenen Mann eine Kamera gibt, die einen guten Stabi hat, dann muss man natürlich Star Wars im Wald spielen. Generell finde ich diese Tour unglaublich schön. Hier sieht man eines der beliebtesten Motive, wenn man am Hintersee ist. Ich glaube, diese beiden kleinen Inseln da mit den Bäumen, die gehören ebenfalls zu den meist fotografiertesten Objekten da am Hintersee überhaupt. Und dabei gibt es da so viele schöne Stellen, wo man sich einfach hinflacken kann oder im Sommer vielleicht ein schönes Picknick machen kann, um einfach mal runterzufahren, die Natur zu genießen, die Ruhe zu genießen. Natürlich ist das sehr schwierig, wenn man da direkt am Weg sitzt, wo die ganzen Leute vorbeigehen. Aber ich glaube, wenn man ein Ausflugsziel sucht, dann macht man mit dem Hintersee auf jeden Fall nichts verkehrt. Hier musste ich meine Kamera mal kurz untertauchen, weil ich einfach mal sehen wollte, wie es unter Wasser ausschaut. Und natürlich schwimmt genau in dem Moment ein Fisch vorbei. Fand ich natürlich auch mega. Insgesamt hat sich also dieser Ausflug für uns wunderbar gelohnt. Wer da hinfahren möchte, sollte es auf jeden Fall tun. Ihr werdet es nicht bereuen. Und jetzt kommen wir schon zum Ende des Films. Es war heute auch wieder ein kurzer Film. Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao.